Thomas, hörst du mich? Thomas, Regie, Thomas? Hörst du? Weil bei der 1000. Sendung muss alles klappen. Bist du soweit klar? Du bist drauf? Ja. Du bist drauf? Ich denk's. Ralf Reiniger, wir sind alle gut drauf. Guten Morgen. War natürlich wieder totaler Blödsinn. Ralf Reiniger, wir sind bei Phoenix Reisemobile. Und wir freuen uns sehr, dass wir bei euch sein dürfen. Danke für den Besuch, danke für die Einladung. Immer gerne. Interesse natürlich von allen, natürlich auch von dir. Die Einladung, ja, die Zuschauer haben gesagt, bitte nochmal vorbeigehen. Erstens, hübsche Fahrzeuge, sympathischer Mann vor der Kamera, da steht er, das können wir ruhig nochmal bestätigen. Ein Haufen Kommentare, überwältigend für unseren kleinen Kanal in Anführungszeichen. Und überwältigend ist auch, dass wir, da habe ich immer ein bisschen Tränen in den Augen, weil 1000 Sendungen zu machen. Für irre, ja. In nicht mal 3,5 Jahren, das ist bekloppt. Ganz großes Jubiläum und wir dürfen dabei sein. Ja, das ist wirklich, also ganz super. Groß, so fürs Herzchen was. Ja. Ich will es gar nicht so weit ausdehnen, 5,5 Millionen Klicks und... Das sind schon Zahlen, aber ja, schön. Immer abends, dann kommt es ein Kribbeln, wenn du dann siehst und dann kommen diese Statistiken und du kannst ja live reinschauen, wie viele Leute am Kanal sind. Und wenn du mir überlegst, da schauen 30, 40, 50.000 Leute zu. Boah, man darf das während einem Dreh gar nicht verinnerlichen, weil dann denkst du, du stehst in einem Fußballstadion. Ja, du wirst aufgeregt einfach und dann fasst dich, das stimmt ja. Und so sind wir total relaxed wie immer. Also vielen Dank, wir halten die Flamme ganz klein trotz allem und wir ziehen los. Wir haben Fragen und wir klären zuerst mal so ein bisschen technische Details, oder? Was meinst du? Technische Details wollen wir auf jeden Fall zeigen, erklären natürlich in Anknüpfung auf die vielen Fragen vom letzten Mal. Da hatte der Herr Müller ganz viele und ich glaube, da können wir so mit dem bewegten Bild ganz viel zeigen. Die Frau Abweiler wollte unbedingt noch einen QRSL sehen. Okay. Ist nicht ganz so leicht, aber wir haben einen hier, so viele gibt es davon nicht. Cool. Es ist nicht das aktuellste Modell, muss man wirklich dazu sagen, aber so circa 12 Monate jung. Aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an. Grundlegend ist er ja gleich, nur eben von der Holzfarbe gibt es jetzt andere Möglichkeiten, aber... Das Ding an sich wird noch so gebaut. Ich glaube, wir haben sehr entspannte Leute hier im Kanal und das ist ja auch das Schöne. Und wir werden das ein bisschen splitten. Wir werden jetzt die Technikgeschichte machen und dann nochmal einen Break. Und dann machen wir nämlich die 1001. Sendung. Das passt zu einem Fahrzeug. Nochmal ganz kurz reinschauen. Ein Fahrzeug aus 1001 Nacht. Perfekt. So machen wir's. Im übertragenen Sinne, oder? Das passt doch zusammen. Ich bin jetzt gar nicht gewohnt, dass hinter mir jemand steht und mir auch noch filmt bei der Arbeit. Wo düsen wir denn hin? Zur Technik? Ralf? Zur Technik. Auf geht's. Da lang. Jawohl, wir machen die Technik-Karawane quasi. Im übertragenen Sinn. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Du, ich bin einfach hinter dir. Wir sind ja sowas von unkompliziert. Ach, ich muss ganz kurz stoppen, Ralf. Weil der Hund muss ins Bild der Limited. Das ist einer der coolsten Modelhunde. Guck mal, ganz entspannt. Wir haben auch nur eine streichelnde Hand dabei. Sagst du denn irgendwas? Nee, lass mich in Ruhe. Alles klar. Und weiter geht's. Den kennen wir schon, den Hund. Und jetzt kommen wir zum Herrchen. Der Hund ist stopp. Der Hund ist stopp, ja. Also, wo stehen wir denn jetzt da? An was für ein wunderschönen Fahrzeug. Wir stehen hier an einem Eurocargo. LKW-Chassis, 12 Tonnen. Mhm. Das haben wir das letzte Mal schon erzählt. Ist auch sowas Maskulines. Und technisch müssen wir jetzt, ich denke mal, wir reduzieren uns auf den Aufbau, oder? Nicht so unbedingt auf den LKW. Ja, ich denke auch, wie arbeitet Phoenix? Genau. Also gut, hier sehen wir mal unseren Parkplatz für die Energiereserven. In der Klappe hier finden wir im Prinzip 3x 210 Amperestunden Gelbatterien in Reihe geschalten, also sprich 630 Amperestunden. Das ist schon ordentlich, aber für so einen Brummer hier, da brauchst du natürlich auch ein bisschen Stromreserve. Ja. Relativ nah anknüpfen hier findest du die Stromverteilung. Hier haben wir den Shunt, den Messshunt, das heißt, du kriegst hier drin im Display kriegst du exakt angezeigt, was hast du gerade an Stromverbrauch oder alles was klar. Wird gerade reingeladen. Okay. Das funktioniert eben über diesen Messschand da hinten drin. Ah ja, der geht damit durch. Das ist ganz links. Im oberen Kabel, das geht quasi direkt zur Batterie und alle unteren, das sind die Abgänge zum Fahrzeug. Und damit sagen wir wirklich also so einen Stromzähler. Sieht man in der 3,5 Tonnen Klasse eher weniger. Kommt auch immer wieder mal. Ja. Es wird immer wieder mal nachgerüstet, weil du hast halt einfach den perfekten Überblick, was passiert gerade in meinem Auto, was geht rein, was geht raus, wo stehe ich prozentual mit meinem Energiemanagement, bist du da einfach voll oben auf. Nebendran noch so ein paar richtig fette Sicherungen, was den
Bereich einfach der Stromabsicherung. Das brauchst du aber auch, wenn du hier mit Wechselrichter, mit 3000 Watt Dauerleistung und 6000 Watt Spitzenleistung, da musst du einfach ordentlich das Ganze absichern. Auch das Ladegerät hat 100 Ampere, also da fließen schon Ströme, die brauchen natürlich auch Absicherung. Hier im weiteren Verlauf haben wir hier, ein kleines Bussystem in dem Fahrzeug. Mhm. Das heißt, das hier ist der Kopf davon. Da werden die ganzen Informationen zusammengesammelt. Gastankanzeige, Wasserstandsanzeige. Das sind die ganzen Käbelchen, die kommen von unten ran. Und oben wird es dann quasi ans Bordpanel oben weitergegeben, sodass du deine Tanks abrufen kannst, Batteriestand abrufen kannst. Ich wackel da mal rein. Jawohl, genau. Das ist das Schöne, dass man hier auch wackeln darf auf YouTube. Das finde ich ganz praktisch, weil wir halt keine Profis sind, sage ich mal. Wir sind herrlich unperfekt. Ich habe unseren Slogan gewechselt zur tausendsten Sendung auf herrlich unperfekt, weil das die schönste Lob war, das wir jemals bekommen haben. Oder ich, in Anführungszeichen. So, hier geht's weiter. Wir haben hier noch einen Ladewandler, das heißt also, die Lichtmaschine vorne von dem LKW hat ja 24 Volt. Das ganze System von dem LKW, vom Chassis, hat 24 Volt. Das Ganze wird hier runter reduziert auf 14, irgendetwas eben, um dann die 12 Volt Batterien aufzuladen, auch während der Fahrt. Da brauchst du dieses Teil. Und wenn du am Landstrom steckst, möchtest du natürlich auch deine Starterbatterien geladen wissen. Dafür gibt es dann dieses Teil. Das ist dann also auch ein klassisches 24 Volt Ladegerät, das aus deinem 230 Volt Außenstrom dann entsprechend hier die Batterien lädt. Ja. Was ist jetzt auf so einem Fahrzeug zum Beispiel Solar untergebracht in der Regel? Was baut man sich denn da auf? Also du kannst ab Werk bestellen, 2x 145 Watt, ist ein bisschen schmal. Die meisten haben wirklich in so einer Fahrzeugklasse, du kennst es vielleicht von diesem autark Fahrzeug, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber ist auch so einer, den siehst du auf jeder Messe. Also 6, 8.000 Watt, 1.100 Watt, 1.200 Watt haben wir alles schon verbaut, um dann einfach völlige Autarkie herzustellen, dass du einfach nichts mehr brauchst, außer ein bisschen Frischwasser irgendwann einmal, Abwasser. Dann hast du das abgedeckt. Okay. Stromtechnisch sollte man da relativ unabhängig werden können. Alarmanlagenkontakte überall? Genau, das sind die Reed-Kontakte von der Alarmanlage. Hier das Gegenstück an jeder Klappe. Neben natürlich auch an der Eingangstür das gleiche. Ja, logisch. Klar. Immer ein Schrittchen weiter. Hier hast du also das gerade eben noch angesprochene Wechselrichtergerät. Mhm. Das ist ein Kombigerät, ein geiles Teil. Das Multi Plus macht dir, wie gesagt, dauerhaft 3000 Watt Wechselstrom aus diesen fetten Batterien da. Kurzzeitig bis zu 6000 Watt. Und das Coolste an dem Ding ist wirklich ein Netzmangelausgleich. Das heißt, du kannst einstellen, einfach wie viel kriege ich von außen. 4, 5, 6 Ampere, das kannst du einstellen, ganz leicht oben am Display. Und du kannst dann trotzdem drinnen Verbraucher mit wesentlich höherer Leistung einfach anschalten. Okay. Und der Rest kommt dann aus dem Gerät. Der kompensiert das immer. Ganz genau, der fängt es auf. Wir kennen das alle, dass mal die Sicherung draußen rausfliegt, weil du einfach doch jetzt einen Föhn angeschalten hast, obwohl das zu schwach abgesichert hast. Genau, dann geht der gleich. Genau, und da geht der dazwischen, fängt es auf. Und dann musst du den Platzwart nicht bitten. Okay, in ein paar Nanosekunden geht es dann. Genau, blitzschnell. Wow. Ja, dann hast du hier Außenstromanschluss. Das heißt, es wird hier durchgefädelt. Du kannst dann auch, wenn du nur ein Verlängerungskabel hast, kannst du die Steckverbindung nach innen ziehen. Ja. Liegt die nicht im Dreck oder im Wasser gar. Ja. Und dann wird hier eben angesteckt an Strom des Fahrzeug. Ja. Und sonst hast du hier noch ein bisschen den Blick nach innen. Du siehst hier einen der Frischwassertanks, da hinten ist einer, dann kommt hier der nächste. Du hast hier in dem Fahrzeug insgesamt 500 Liter Frischwasser, oder um ganz genau zu sein, 460 sind angegeben, aber es sind insgesamt, also es sind 250 Liter Tanks. Davon sind zwei Stück eingebaut, sprich zweimal 250 frisch. Dann haben wir hier im nächsten weiteren Schritt den Grauwassertank und als nächstes kommt der Toilettentank. Wow, wie viel geht denn allein in den Toilettentank Insgesamt haben wir hier eine Tonne Wasserfassungsvermögen in dem Fahrzeug. Ihr seht ja auch mal die Rohrleitungen. Ich gehe mal ein bisschen hoch. Genau. Das ist halt. Das sind klassische HD-Rohre, also nicht irgendwelche Schläuche. Das kannst du im Prinzip so wie es ist im Obi kaufen. Genau. Ja. Aus dem Hausbau. Und falls ganz genau. Auch innen drin, das haben wir ja im letzten Video auch schon gesehen. Das ist alles nichts neu erfundenes. Gassteckdose ist klar, das kennt ihr alle. Das gibt es für viele. Ja, dann gehen wir nochmal auf die andere Seite rüber. Ja, wir folgen wieder. Ich könnte noch mal kurz in die Kommentare schauen vom letzten Mal. Ich filme auch momentan noch mal hier über das Schildchen. Dann könnt ihr noch mal sehen, an was für ein Fahrzeug wir euch oder der Ralf euch die Technik erklärt. Und einmal schwenke ich kurz rein, damit wir einmal nach rechts und nach links möglichst viele Eindrücke kriegen. Ich schalte auch wieder mal mein Weitwinkel ein, dann kriege ich das alles von der Eingangsstufe aus super gebacken. Also. Da sind wir. Einmal noch nach hinten. Aber wie gesagt, wir gehen dann gleich nochmal ausführlich in einen schönen Phoenix.
klasse. Ich habe jetzt gerade noch eine Frage, Hinweis vom Thomas Müller. Der hat ja auch was gefragt, gehabt, ja, oder mehrfach gefragt gehabt. Hier ging es also darum, das letzte Mal hat man ein silbernes Fahrzeug angeschaut. Ja. Hat er natürlich recht, die heizen sich tatsächlich messbar mehr auf als entsprechend ein weißes Fahrzeug. Mhm. Er spricht hier sogar von der Verspiegelung. Also wie es natürlich da gesetzlich möglich wäre, das zu verspiegeln, das Fahrzeug. Ich glaube, das geht nicht. Ob es jetzt nur beim Dach möglich wäre. Ja, das lenkt anders aus dem Verkehr vom Verkehr ab. Das wird, glaube ich, schwierig. Aber generell hat er völlig recht, weißes Fahrzeug heizt sich weniger auf. Ja. Dann hast du natürlich da im Sommer ein bisschen mehr Komfort. Wobei der Mensch ab 28 Grad sagt, mir ist heiß. So ist also, und wenn es da mal richtig drauf kachelt, das sind Nuancen dann am Schluss. So ist es. Also generell hat er recht, aber hier, die silbernen Fahrzeuge werden halt auch gekauft, um sich ein bisschen aus dieser weißen Masse herauszuheben. Ja, das richtig ist so. Von jedem ein bisschen eine eigene Entscheidung, wie es mag, wie es nicht mag. Schauen wir mal, die nächste Frage vom Thomas Müller war, blubbern bei 9 Liter Dieselmotor. Nicht ganz, da war wahrscheinlich, war mal ein bisschen zu schnell gesprochen. Es sind also nur 5,9 Liter, nur. Nur ist gut. Und natürlich blubbern tut er jetzt so klassisch wie so ein amerikanischer V8 nicht, aber es klingt schon nett. Ja. Und man spürt es am Gaspedal, dass davon wirklich was gehupt wird. Ja. Also auch da hat er natürlich auch völlig recht. Es ist jetzt natürlich kein super Komfort. Sechszylinder, wie man es aus dem PKW kennt. Also man merkt da schon, da wird gearbeitet in so einem Gerät. Ja, ja. Und, aber das wollen die Leute, die sich sowas kaufen. Natürlich. Die möchten auch so ein bisschen dieses Trucker-Feeling auch haben. Ne? Also das Arbeitsplatz ist hier. Ja, richtig. Sagt er völlig richtig. Das ist eigentlich ein Arbeitsplatz und wird hier eben umfunktioniert in ein Wohnmobil. Ich gehe auch nochmal auf den Iveco kurz rein. Und dann schreibt er hier noch 211 Kilo Gasflaschen. Wie lange die denn so halten? Beim aktuellen Wetter, gut, jetzt haben wir heute natürlich, ich glaube, gar nicht so kalt, 7, 8, 9 Grad, schlimm, ja. Da halten diese 211 Kilo wirklich lang. Die Isolierung von den Fahrzeugen ist extrem gut. Mhm. Da würde ich tatsächlich 2 Wochen ganz locker, 2 bis 3 Wochen Ja, würde ich auch sagen, ja. Locker. Und wenn es nochmal richtig knackig minus wird, mein Gott, dann hast du halt in der Woche 2, aber... Ja, also die meisten Fahrzeuge, und da spreche ich von über 90%, haben hier auch einen Kompressorkühlschrank. Mhm. Also der Verbraucherkühlschrank, der im Prinzip permanent läuft, fällt komplett der raus. Der fällt komplett weg. Von daher können wir da wirklich lange Laufzeiten auch mit 2 Flaschen erzielen. Ja. Diese Fahrzeuge haben im Prinzip auch fast alle einen Tank unterm Fahrzeug und diese Gasflaschen nur als Reserve. Okay. Also das ist da auch nochmal schon zu unterscheiden. Ja. Dann schreibt er hier noch, wie der Motor gewartet wird. Ja. Wenn du lustig bist, Tobi, magst du mal reinschwenken ins Fahrzeug? Ja, gerne, natürlich. Ich bin überall dabei hier. Iveco, machen wir auf. Komm hier durch. Hier sieht man übrigens auch diese Glasausschnitte, dann kannst du überall unten kurz reingucken. Also, man kann hier mit relativ wenig Aufwand einfach hier diese Matte, diesen Teppich wegnehmen und dann kommst du hier quasi an diese Serviceklappe. Ja. Ich glaube, das hat er auch schon richtig angesprochen. Du kommst da wirklich nur an die nötigsten Dinge ran. Ja. Also du kannst hier jetzt nicht groß eine Wartung vorhemen, aber was man von oben erreichen kann, darunter sitzt das Rail, links, rechts Ölfilter, so die Kleinteile, da kommst du dran. Aber wenn du wirklich hier mal einen Motorschaden hättest, was relativ unwahrscheinlich ist, dann muss die Achse raus und der Motor nach unten weg. Geht nach unten weg. Völlig richtig. Der Aufwand ist größer. Wir sprechen da circa von, wenn du jetzt einen Motor tauschen würdest, sind es vielleicht 1000 Euro mehr. Mhm. Ist sehr viel Geld, gar keine Frage. Aber wenn du einen kapitalen Motorschaden hast, ob es jetzt dann 25.000 oder 26.000 Euro sind, das tut beides weh. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Also, ich wollte ja gerade sagen, also mit Wahrscheinlichkeiten von Motorschäden wollen wir jetzt mal nicht spekulieren anfangen, weil das kann dir ja passieren beim, keine Ahnung, was du daheim fährst. Überall. Ja, das richtig. Du überall haben. Also, ob es der Küchenmix ist, der hat auch einen Motor. Ja, den muss man wegschmeißen lassen. Sogar den musst du dann wegschmeißen, den nicht. Küchenmix, aber falsch. Ja. Da haben wir übrigens gerne mal so einen Durchgang, die natürlich beim, im Winter hervorragend sind. Du machst zu und das ist so. Man kann es vielleicht wohlig warm. Jawohl. Ja, der ist natürlich hässlich gekontert, aber alles gut also von innen. Man muss von innen einfach die Polster wegnehmen und dann kannst du die Tür einfach zuziehen. Ja. Und dann hast du deinen Arbeitsplatz einfach weggetrennt von deinem Wohnraum. Coole Perspektive. Toll. Ja, super. Ja, schön, dass man das mal sieht. Klar. Ins Fahrerhaus gehst du ja dann doch nicht so oft rein. Hier schwenken ja auch die Lenkräder nach oben, gell? Zum leichteren Einstieg. Kannst du einfach anpassen an deine Sitzposition. Auch die Sitze hier, die sind in der Länge hier. Schenkellänge ist einstellbar, natürlich den Sitz an sich, du kannst die Neigung kippen, die schwingen über die Länge, sind luftgefedert über die Höhe, du hast hier noch ein paar Polster eingelassen, das ist, die du mit Luftdruck aufpusten kannst. Da fährt man schon gern rum damit. Ja, beheizt sind sie natürlich auch, das freut die Damen immer ganz besonders. Ja, ah toll, wow, da kriegt man richtig Lust.
Das ist eine Messe für die Lust. Eine lustige Messe. Naja, wenn wir schon da sind, dann gehen wir durch. Das ist immer aufgeräumt und überall alles super im Zugriff. Gell? Also auch da nochmal kurz auf die Frage von Thomas Müller einzugehen. Mhm. Du hast hier Spritzwasser zum Auffüllen für die Scheibe. Kühlwasser kannst du gucken. Ja. Ölmessstab, ganz klassisch, hast du hier unten auch noch. Öl wird nachgefüllt hier. Also ich sag mal so die klassischen Servicearbeiten. Mhm. Für einen Ölfilter musst du halt dann entsprechend innen über die Klappe. So die normalen Wartungsarbeiten sind mit eigentlich fast keinem Mehraufwand verbunden. Ja. Ein bisschen natürlich, klar. Ja. Aber alles LED natürlich. Da nehme ich hier mal ein Xenonlicht. Ah, das ist Xenon? Das ist Xenon, genau. Und mit LED-Blinker, ja? Tagverlicht. Oder Tagverlicht, Tagverlicht, alles genau. Klar. Also Xenon-Ablendlicht, dann haben wir das Fernlicht wieder in H7, leider. Ja. So weit sind sie, es ist halt ein LKW. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, der hinkt es immer ein bisschen her. Es hat auch ewig gedauert, bis jetzt beim Iveco Daily dann endlich mal diese Sicherheitssysteme alle gekommen sind. Beim Fiat war das alles schon ein bisschen früher da. Mhm. Also die Bewegung ist dann ein bisschen verzögert. Klasse. So, schauen wir mal noch auf die andere Seite. Bitte gern. Macht Spaß, mit dir so zu filmen. Wir können das den ganzen Tag machen. Bist du entspannt? Herrlich. Also hier eine Außendusche montiert. Kalt Warmwasser natürlich. Ja. Hier vorne hast du noch so ein Drückerchen, wenn du den Hund also duschen möchtest. Ja, ja. Freut mich immer ganz besonders unsere. Hier vorne ist noch was ganz Nettes drin. Das ist so eine kleine elektrische Pumpe. Mhm. Die da hier. Ja. Die kannst du von innen aktivieren. Ja. Und damit wird quasi das Motorkühlwasser. Wie erklärt man es jetzt? Genau, da wird das Motorkühlwasser vom alten Warmwasserkreislauf erwärmt. Das heißt, du hast also eine Motorvorwärmung. Du kannst die übrig gebliebene Wärme von der alten Heizung nehmen und den Motor anwärmen. Das Ganze ist elektrisch betrieben. Also ein kleiner Wärmetauscher irgendwie, oder? Nein, der Wärmetauscher kommt da noch ein Stück weiter hinter. Extra. Aber natürlich läuft es da über den Wärmetauscher. Über den Wärmetauscher die Heizungswärme weg. Okay. Und transportiert die Zirkulationspumpe dann eben an den Motor weiter. Aha, cool. Genau. Ja, also Effizienz. Ja, man kann das eben so nutzen. Im Prinzip wie eine Standheizung für Motor und mit so einem Pünktchen ist es erledigt. Okay. Gaskasten. Cool, da kannst du rumlaufen hier. Eine Klappe nach der anderen. Ist hier jetzt natürlich logisch. Mit unserem Messezeug ein bisschen zugestellt. Sowieso. Aber man kennt es, die Dual Control. Genau. Mit automatischer Umschaltung, ganz praktisch soweit. Ein Muss für jeden Reisemobilfahrer. Genau. Aber wie gesagt, hier in den Fahrzeugen ist meistens ein Tank drin. Ja. Und es wird tatsächlich dann nur noch als Stauraum oder als Notfallbesetzung, wenn der Gastank mal leer sein soll, du kannst nicht wegfahren, was auch immer. Perfekt. Genau. Einmal zu. Dann hast du hier den Spülanschluss für den Fäkalientank. Ach so, das heißt, hier kannst du Wasser, Reinigungsmittel reingeben, fährst dreimal um den Block, schwenkst den Tank einmal durch und lässt einfach wieder ab. Das ist dieser Anschluss. Ja. Kamin von der alten Heizung. Kennen wir. Haben wir hier. Passend dazu das Gerätchen hier unten drin. Ja. Da ist halt immer Platz, sowas einzubauen, servicefreundlich. Gell? Wenn du jetzt in einem 3,5 Tonnen integrierten das einbaust, dann freut sich der alte Techniker öfter einfach, mal, wenn er was tauschen muss. So ist es, weil die Platzverhältnisse halt nicht so großzügig gegeben sind. Wir haben also hier die alte 3020, das aktuellste Topmodell von Alde. Die beheizt also dieses Fahrzeug. Hier sind ein paar zum Wechsel der Flüssigkeit. Die Anschlüsse sind hier. Dann haben wir hier noch das Frostventil, das man im Winter natürlich auch ablassen kann. Ja. Hier unten die Umwälzpumpe, also das ist ein klassisches Heizungssystem, wie man im Haus das zu Hause auch hat. Du hast hier deinen Kessel, der erwärmt Wasser, dieses Wasser oder dieses heiße Wasser wird dann entsprechend über diese Pumpe durch den ganzen Wagen, durch die Heizkörper entsprechend durchtransportiert und damit hast du einen, im Prinzip eine komplett geräuschlose und elementar vorhandene Wärme. Also und vor allem eine tolle Wärme, im Gegensatz zur Gebläseheizung, das ist halt Standard, das ist natürlich auch ein bisschen erschwinglicher. Aber du hast ein ganz wohliges Wohngefühl. Du hast auch keine bewegte Luft, es staubt nicht so. Genau. Der Einbau ist natürlich wesentlich aufwendiger. Ja. Das Wasser ist im Prinzip sowas wie ein Motor, ein Kühlwasser. Das hat auch Frostschutz drin, so Glykol. Das muss auch alle 5 Jahre getauscht werden, maximal. Wenn man das Originale von allen nimmt, dann kann man bis auf 5 Jahre erweitern. Sonst sollte man es sogar früher machen. Und bitte schüttet nichts anderes rein. Liebe Leute, ihr zerstört die Anlage über die Dauer. Haben wir schon gesehen, die Leute haben da wirklich Kühlerfrostschutz reingekippt. Und da werden die Alurohre, das sind ja Aluteile, die werden von innen angefressen und teilweise wirklich durchgefressen und dann hast du dann Salat, dann läuft die ganze Suppe ins Auto. Das ist kein Bagatellschaden mehr, da geht es in den Geldbeutel. Das ist teuer, weil dieses Zeug ist überall. Im Prinzip kannst du dann alle Aluteile einmal rausschmeißen. Das sind schnell ein paar tausend Euro. Oh ja. Hier hinten, ich leuchte mal ein bisschen rein, dass ein bisschen mehr Licht ist. Super. Genau. Hier hinten sehen wir, das ist der Motorwärmetauscher. Ja. Den hast du gerade angesprochen, wegen der Pumpe da vorne. Ah ja. Das ist also
Genau, mittig kannst du dir so eine Trennung vorstellen. Mhm. Generell, hier wird kein Wasser vermischt. Hier wird wirklich nur Wärme vom Kreislauf 1, Kreislauf 2 übergeben. Die sind also lauter so kleine Metallplatten aufeinander gestapelt. Und auf dieser Seite hier, da läuft der Motorkreislauf drüber. Und auf dieser Seite läuft der Kreislauf von der alten Warmwasserheizung drüber. Schlau. Und mit diesem Pümpchen da vorne können wir jetzt den Motorkreislauf antreiben und der nimmt sich dann quasi die Wärme von der alte einfach rüber und transportiert die vor zum Motor. Spitze. Das Ganze funktioniert rückwärts natürlich genauso. Wenn du also während der Fahrt im Prinzip die Motorwärme brauchst du ja nicht, die wird ja nur durch den Kühler gejagt, dann kannst du hier das einfach rückwärts wieder nutzen und nutzt die Motorwärme, um den alten Warmwasserkreislauf hier wieder anzuheizen. Das Ganze passiert ganz kurz vor dem Eingang in die Heizung. Ja. Das heißt, es wird sehr heißes Wasser zurückgeliefert in die Heizung. Die merkt, klasse, brauche ich gar nicht anheizen und springt nicht mehr an. Du sparst also Gas und nutzt einfach die vorhandene Wärme. Es verpufft nichts. Ganz genau. Sinnlos. Richtig, so ist es. Dann haben wir hier hinten noch die Schieber, einmal fürs Abwasser, einmal für den Fäkalientank. Ja. Die sind natürlich physisch auch getrennt, die Tanks. Also ist auch die Entsorgungsschieberei ist natürlich genauso physisch getrennt. Ja. Unterm Fahrzeug hast du aber das Ganze dann über ein Y-Stück zusammengeführt. Mhm. Das heißt, du musst also nur einmal entweder deinen Schlauch anstecken oder du fährst über die Rinne drüber. Da musst du gar keinen Schlauch anstecken. Ja. Ja. Was haben wir hier noch? Hier auch noch eine Pumpe. Druckwassersystem ist, gehört zum guten Ton. Malibu hat es ja auch drin. Kennst du vielleicht. Richtig. Die Lilie. Genau. Hier hinten sehen wir noch einen Schieber. Wir haben hier mehrere Frischwassertanks. Du hast die Möglichkeit, also wenn du nur mal einen Tank nutzen möchtest, dann kannst du einen Tank absperren. Wenn die Tanks gereinigt hast, desinfiziert sind und musst dann nur mal übers Wochenende zum Beispiel weg. Dann brauchen wir hier keine 500 Liter Wasser reinpacken. Schiebst du den einen ab und kannst nur den Haupttank quasi nutzen. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Schieberchen. Das ist, wenn du den Wagen winterfest machen möchtest, da machst du die ganzen Schieberchen einfach auf. Ja. Das System kann leer laufen. Oben natürlich den Wasserhähnen, alle schöne Mittelstellungen noch öffnen. Richtig. Und dann läuft das Ganze hoffentlich überall an Anstrengung. Gerade hinstellen. Wie gesagt, ich fahre auch mal einmal nur ums Eck oder zweimal um den Block. Ja. Oder zweimal um dein Haus. Und dann, und dann hast du einfach die Sicherheit, dass alles super ist. Ich glaube, bei dir ist das Bild. Ich komme nach rechts. Hast du hier nochmal so einen Spülanschluss fürs Grauwasser? Mhm. Ganz genauso. Mhm. Dann hast du hier die Frischwasserbefüllung, dass du da natürlich auch das Wasser wieder ausgleichen kannst, frisches reinbekommst. Hier haben wir noch ein bisschen Stauraum. Für die Frischwassertanks gibt es natürlich auch noch einen eigenen Schieber. Ja. Wer natürlich den mal leer lassen möchte, dann muss man natürlich auch irgendwo aufwarten, das aufmachen können. Ein bisschen Stauraum ist immer relativ, wenn man in der Vielzahl Wohnmobile bis 80 oder 100.000 Euro kommt, dann ist das natürlich das mega. Schon beim Stauraum sind. Ja, ich komme mal dadurch und du dadurch. Das ist gut. Kuckuck. Genau. Hier hinten haben wir also eine Smart-Garage, / Mini-Cooper-Garage. Wenn du den Smart hier reinziehst, kannst du hinter dem Smart hier noch Fahrräder verstauen und die hoch und runter lassen. Ja. Vom Platzbedarf ist das einfach. Oh, guck mal da hoch, Wahnsinn. Genau. Du siehst es und dass du den natürlich runterfahren kannst, muss natürlich hinten dran Platz sein. Ja. Wenn du also einen Smart reinziehst, dann geht es noch. Wenn du natürlich den Mini reinziehst, der geht wirklich bis ans Ende der Garage, dann kannst du die nicht runterlassen. Ja. Aber der Smart ist eigentlich mit das beliebteste Fahrzeug. Sehe ich immer auf den Plätzen draußen. Also man hat den wirklich sehr oft. Ja. Passt es ja auch gut dazu. Da scheiden sich die Geister. Es gibt manche, die lieben ihn, die nächsten hassen ihn. Also das muss jeder für sich entscheiden. Ich mache ihn gerne, das ist wie ein Go-Kart. Ja, genau. Ich habe einen der ersten gefahren und mittlerweile hat sie da einiges getan. Jetzt wird er ja nur noch elektrisch gebaut, glaube ich. Ja. 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 Da haben sie ordentlich nochmal Werbung gemacht. Ne? Ja, ja. Jetzt die letzten. Ja, genau, die ganzen. Richtig. Ja. Aber ich glaube, in Tibet irgendwo oben nachgestellt, warum die letzte Steckdose verpasst worden ist. Da steht er. Das passt natürlich perfekt dazu. Der Smarty, ja. Jetzt überlege ich gerade, magst du da nochmal schön reinschauen in den? Ich habe vorhin einmal reingeschwenkt. Hast du schon, oder? Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch ein Fahrzeug von innen an und wir bedanken uns recht herzlich beim Ralf. Danke für deine Zeit. Camping Center Mainfranken, ein bisschen Werbung muss ja schon noch sein. Und wir gehen kurz raus und gehen wieder rein. Und ich gucke nochmal, ob irgendwelche Fragen offen geblieben sind. Die können wir dann im nächsten Video noch mitmachen. Danke, lasst ein Like da. Danke fürs Zuschauen. Und danke für 1000 Sendungen. Jetzt kommt die 1001. Nicht Nacht, sondern 1001 Tag auf der CMT wäre auch mal cool. Also zumindest für mich. wenn man hier steht den ganzen Tag, dann ist es jetzt gut, dass morgen... Bist du schon so weit? Hast du einen Messekoller schon oder geht's noch? Ich habe ihn überwunden. Ja. Manche behaupten, ich hätte einen ständigen Messekoller. Und in diesem Sinne gehen wir raus und wir melden uns gleich wieder. Servus, ciao.
vom Phoenix-Stand